Nee, der hat gesagt, das ist von Bernhard. Und dann der Leute hat gefragt, ist das ein provisorisches Objekt? Ja. Du bist ein Profischreiner, ja, hochqualifiziert, ja. Aber das ist ein provisorisches Objekt. Ja. Und das hat ihm gefallen, das passt in sein Konzept. Ja. Und wenn du nichts dagegen hast, dann kannst du vielleicht kurz erzählen, wie und was du das gemacht hast. Und dann eventuell das für diese Ausstellung, diese Zirkel für einen Monat ins Kunsthalle. Ich habe mit diesem Zirkel mein Firmenemblem entworfen. Ich brauchte einen Zirkel, um eine Ellipse zu zeichnen. Mhm. Und wenn du geometrisch eine Ellipse zeichnest, du weißt, wie das funktioniert, ja, mit zwei Kreisen, einer Schnur. Mhm. Ja. Und ich musste zwei Kreise mit einem größeren Radius machen, wie mit dem üblichen Schreinerzirkel, den ich habe. Der hat knapp nicht gereicht. Mhm. Und ich stand dann vor der Wahl, rumzufahren und jemanden zu suchen, der einen größeren Radiuszirkel hat. Mhm. Und, oder schnell einen machen. Und ich habe diesen innerhalb von 10 Minuten gemacht. Mhm. Das ist einfach gebohrt hier. Mhm. Ist ein Bleistift, ein normaler, handelsüblicher Bleistift drin. Hier ist ein Nagel drin, zwei Eschenholzstücke und hier eine Variable zum Öffnen und Verstellen. Und entworfen habe ich dieses Schild, was da draußen hängt. Diese Leuchtreklame. Und das wird so um diese Ellipse zu zeichnen, habe ich diesen Schild gebraucht. Das ist der Firmenname. Для того, чтобы вот этот эллипс получить, он, ему нужен был циркуль, его циркуль большой, не хватило там несколько сантиметров. Он быстренько за 10 минут сделал себе вот эту штуку. Es gibt noch echte Handwerker in Deutschland. aus nichts. Aber nicht mehr viele. Покажи вот эту книжечку свою, которую... Mm-hmm. Себя, а вот для себя, чтобы вот конкретно этот шильд сделал все это. А потом он у него остался, и он отдал ему тому, да, человеку? Потом он у него просто висел, а Райнеру тоже понадобились большие радиусы, и он у него взял на время. Es richtig zu erzählen, es ist nicht diese Leuchtreklame, die ich damit gemacht habe, sondern ein Holzschild. Vor dieser Leuchtreklame gab es ein Holzschild. Dieses Schild existiert noch, wenn er das dazu haben will. Was damit gemacht wurde, ist ein Schild aus einem riesigen Mahagoni-Stamm. Das ist das gleiche aus Holz. Он сделал при помощи этого циркуля, как бы понадобилось ему на это. И этот шильд деревянный, не вот этот, это просто размер. А деревянный он у него. Aber der hat nicht gereicht. Die haben alle nicht gereicht, ne? Да, они были маленькие. А такой большой циркуль продается в магазине? Можно купить? Нет? Большой циркуль. Ob er den kaufen kann? Nee, kann man sowas kaufen, die professionell gemacht wird. Schönen guten Tag. Ob man so einen Zirkel kaufen kann, der groß genug ist? Ja, die. Oder. Sowas kann man wahrscheinlich. Das ist für ihn interessant. Wozu eigentlich hast du das gemacht? Das ist klar, das ist für dieses Schild, aber was für. Kann man das nicht kaufen? Oder? Ja, ja. Also die Sache ist die, es wird ja nichts mehr klassisch konstruiert. Ne? Ja, ja. Es gab früher natürlich solche Werkzeuge zu kaufen. Mhm. Und ich habe jetzt mich einfach, ich wusste, wie man einen Zirkel baut, ja, klar. Und habe davon abgesehen, einen kaufen zu müssen. Ne? Also, ну да, он пошел, где он мог такой большой циркуль купить. И если нужно это только один раз, то зачем? А он профессиональный, он по профессии краснодеревщик, да? Спроси. Der fragt, ob du ein gelernter Schreiner bist. Ja. Да.